Das Wichtigste beim Hirschrufen ist, dass man einen mittelalten Hirsch imitiert. Der hat noch nicht so eine starke Stimme. Da kann man den Älteren reizen, auf den man jagen will. Der antwortet dann und dann kann man entsprechend zurückrufen. Also erstmal diesen Hirschruf des mittelalten Hirsches, ganz einfach. Man sagt Aua, lang gezogen, und zieht dabei den Hirschruf auseinander. Aua, so, und jetzt kommt dann die Antwort von dem Platzhirsch, dem das nicht gefällt. Das Wildschwein kann man auch damit locken, einfach grunzen, wie man als kleines Kind den Eltern vorgegrunzt hat. Und das durch den Hirschruf hört sich so an. Ein Klang, so echt wie die Natur. Holz- und platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung. 40 Jahre lang habe ich alle Lockerinstrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente. Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden brauchte. 60 Jahre Lockjagderfahrung in Ihrer Tasche.